Hey, ich bin Clara, ich bin 15 Jahre alt und mache momentan meinen Schüleraustausch mit Culture Work in Deutschland in England. Und in diesem Video werde ich euch einmal zeigen, wie ich mein Halloween verbracht habe. Und ich habe mir überlegt, eine sehr vereinfachte Variante vom Pennywise-Kostüm zu machen. Also dementsprechend einfach ein weißes Oberteil, was ich noch hier hatte. Und dann so zwei rote Pompons, die man da einfach annäht. Also ich habe sie nicht genäht, sondern ich habe es mit so einer Art Ohrring festgemacht. Und genau dann diese Linien im Gesicht, die so über das Auge gehen, genau die habe ich dann mit einem Lip Liner gemalt. Ich werde jetzt einmal runtergehen und beginnen, Sandwiches vorzubereiten. Einfach als kleinen Snack. Und genau, ich hatte mir überlegt, dass die einfach so aussehen sollen wie Gräber, um irgendwie dem Halloween-Vibe so zu matchen. Und genau, ich werde einfach mal gucken, wie ich das hinbekomme. Mafia-Boss. Spin around. It was a twirl. No. Perfect. I need a gun. Going on. You better with Kimi. Perfect.
Okay. Bye. Also ich fand den Tag wirklich sehr, sehr schön. Mir hat Halloween hier sehr gefallen. Dadurch, dass ich eher am äußeren Teil der Stadt wohne, gibt es hier halt vor allem sehr viele Einfamilienhäuser. Und dadurch hat man halt die Halloween-Dekoration viel mehr gesehen. Und gerade das Klingeln und ähnliches hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Auch einfach nur, weil das durch die Straße laufen dadurch auch viel schöner war. Einfach weil man umrundet war von Halloween-Dekorationen und ähnliches. Das fand ich wirklich sehr cool. Und deshalb fand ich das auch einfach mit am besten, also einfach durch die Straßen zu laufen, mit meinen Freunden zu reden. Dann haben wir noch so eine Art Halloween-Wahrheit oder Pflicht gespielt, was ich vorbereitet hatte mit so ein bisschen Halloween-Fragen ähnliches. Das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und genau, es war einfach ein sehr schöner Tag. Wenn ihr noch mehr über Auslandsaufenthalte erfahren wollt, dann abonniert Kulturwerke Deutschland und genau, das war's von mir.